Quick-Tipp Nummer 2. Körpersprache Hund. Heute mit dem Thema Blickkontakt. Ein Blick sagt mehr als 1000 Worte. Bella. Was bedeutet Blickkontakt in Hundebegegnungen? Blickkontakt bedeutet, dass ein Hund einem anderen Hund direkt in die Augen schaut. Das ist übrigens auch auf eine sehr große Distanz möglich. Wird der Blick erwidert, kommt es zu einem direkten Blickkontakt der beiden. Welche Info gibt uns die Dauer des Blickkontaktes? Ein lang andauernder Blickkontakt wirkt bedrohlich, wobei lang andauernd hier wirklich relativ ist. Manche Hunde reagieren schon auf einen ganz kurzen Blickkontakt. Wie immer muss die gesamte Körpersprache dabei beachtet werden. Und es gibt eine Faustregel, wo ein Hund länger als 2 Sekunden hinschaut, da geht er in der Regel auch hin zumindest, wird ein Abwenden und Weggehen immer unwahrscheinlicher. Kurze Blickkontakte und immer wieder Rausnehmen des Blickes, zum Beispiel durch Schnüffeln, Kopfabwenden oder Blinzeln, wirken auf den Gegenüber als deeskalierendes Signal, also beschwichtigend. Meist ein Wunsch nach Abstand. Direkter, anhaltender Blickkontakt möchte die Annäherung des Gegenübers stoppen oder den anderen vertreiben, also auf Distanz bringen. Ganz oft passiert das auch aus Angst heraus. Mit dem Hintergrund, komm mir nicht zu nah, bleib da. Noch mehr Wunsch nach Abstand. Einen langen Blickkontakt sieht man auch, wenn eine Ressource, also Futter, Spielzeug oder was dem Hund sonst wichtig ist, mit dem Spiel ist, die der Hund schlichtweg nicht hergeben möchte. Was hast du von diesen Beobachtungen? Langanhaltender Blickkontakt spricht dafür, dass zumindest einer der Hunde die Annäherung so nicht möchte und mehr Distanz haben möchte. Kommt es dann doch zum Direktkontakt, ist die Anspannung meist erhöht. Unterbrechungen des Blickkontaktes entspannt die Annäherung und somit auch den möglichen Direktkontakt. Was sollte man im Hinterkopf haben? Natürlich schauen unsere Hunde auch, um den Gegenüber einschätzen oder erkennen zu können. Aber für den Gegenüber kann auch das bedrohlich wirken. Du möchtest mehr zum Thema Körpersprache wissen? Abonniere den YouTube-Kanal Sprich Hund. Komm gerne in die Facebook-Gruppe Sprich Hund, lerne Hündisch. Lass ein Like auf der Facebook-Seite und stöber durch die Website sprichhund.de. Bis zum nächsten Mal. Deine Christiane Jacobs.